Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil von Paper Mario, die Legende vom Errungenen Tor. Mein Name ist 726. Wir gehen back into the game. Wir werden noch ein bisschen Rohlingen erkunden und schauen mal, was uns für uns so zu sehen gibt. Hier waren wir bereits. Ich hätte nichts essen sollen vor der Aufnahme. Schade. War lecker, aber war nicht gut. Jetzt kommen wir hier rein. Das ist nämlich der Ordenladen. Herzlich willkommen. Bitte schau dich in Ruhe um. Ich grüße dich. Sei willkommen in ich grüße dich. Sei willkommen von ganzem Herzen. Endlich. Lange habe ich auf dich gewartet. Also, kann ich was für dich tun? Ich kaufe was. Sonderangebote. Die Sonderangebote stehen dort. Das ist zum Beispiel etwas, das ich gerne haben möchte. Dieser Umhebung geht die gegnerische Verteidigung. Das ist auch nett. Die Baby regenerieren sich langsam während dem Kampf. Mit diesem Sprung zeigt Mario Gegner, was seine Hake ist. Action-Kommando ist einfacher, aber weniger Sternenergie. Und der BPs gegen Marios Angriff sinkt um 1, aber jede Attacke erholen sich um eine BP. Aber wir nehmen den Powersprung mit. Und wir haben ja eigentlich den Power-Orden, haben wir schon. Und den sehen wir jetzt hier an. Links seht ihr die Ordenpunkte, die wir verwenden können. Und wir können jetzt eigentlich auch beide anlegen, aber ich brauche ja nur den Sprung, weil ich habe gesagt, dass ich mich auf den Sprung fokussieren werde. Dann haben wir noch zwei Powerpunkte. Es hat schon einen Grund, wieso ich die noch nicht anlege, weil wir gehen jetzt auch ein bisschen auf Erkundungstour. Sagt es nicht weiter, aber ich werde von der Polizei gesucht. Vor 3 Monaten habe ich in einer anderen Stadt einen Einbruch begangen. Ich bin hier geflohen und werde einfach warten, bis das Gras drüber gewachsen ist. Werdet ihr auch niemandem verraten, dass ich hier bin? Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich schon nicht so toll. Hallo. Gestern habe ich 100 Münzen im Glücksspiel verloren. Aber das nächste Mal werde ich ganz sicher den großen Gewinn machen. Meinst du? Was haben wir denn hier? Hallo. Hey. Ganz schön aufdringlich von dir, bis hierher zu folgen. Ist ja schon gut, du bekommst deine Münzen zurück. Da hast du sie. Jetzt zufrieden? Danke. Manche von den Typen, die in dieser Stadt herumlungern, sind wirklich gefährlich. Wegen der paar Kröten sollst du nicht so ein Geschrei machen. Ist mein Geld, bitte? Alter, was möchtest du eigentlich? Das ist mein Geld. Naja, wie auch immer. Wir gehen jetzt mal noch zum anderen Banditen, den wir gesehen haben. Ich will den Mauszeiger hier rausnehmen. Also ihr dürft den Mauszeiger nicht sehen, aber ich habe ihn gesehen. Hehehe, heute habe ich wieder mit gezinkten Karten die Leute abgezockt. Aber einer ist mir auf die Schliche gekommen, also habe ich mich hierher verkrochen. Sag bloß keinem, dass du mich hier gesehen hast. Nee. Was bist denn du für einer? Findest du's, so nennt man mich. Am besten gefällt es mir da, wo es düster ist. Deshalb bist du wahrscheinlich auch hier drin, oder? Oh, ein Sternsplitter haben wir gefunden. Mit denen können wir, glaube ich, auch noch schöne Sachen machen, früher oder später. Aber es braucht alles seine Zeit. Das Spiel muss erstmal so richtig loslegen. Wir gehen nochmal in die Katakomben. Wir haben schon... Oh, können wir hier eigentlich schon rein? Hallo. Du möchtest sicher auch von der anderen Seite. Sei willkommen im Haus des großen Zauberers Merlon. Für 3 Sinien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Die Angriffskraft der Betreffenden erhöht sich und er lernt eine neue Fähigkeit. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Oh, du hast nicht genug Insignien. Komm wieder, wenn du mehr hast. Ja, ich habe auch das Abenteuer gerade erst begonnen. Alter Mann. Alter Mann. Ab in die Katakomben. Ich glaube, hier können wir jetzt einige Dinge neu erleben und neu sehen. Speicher. Immer wenn man einen Speicherblock sieht in diesem Spiel, muss gespeichert werden. Hier. Und Peaks Goomba. Wie gesagt, ich nehme die Kämpfe mit. Leider kein Eschrad. Einfach für die Sternpunkte. Ja, hier müssen wir jetzt leider auch noch den Hammer benutzen. Aber ich glaube, nach dem ersten Kapitel dürften wir eigentlich nur noch den Hammer verwenden können. Sie kann leider nichts machen. Das heißt, ich gehe mit ihr in die Verteidigung. Jetzt seht ihr übrigens unten im Publikum sitzen. Oder unten links sind 2 Zuschauer vor Ort.
Und wir können jetzt das Publikum mit Show-Einlagen entzücken. Das sind eben diese coole Varianten. Also coolen Abschlüsse der Attacken. Und dann kommen immer mehr Zuschauer. Die haben ein bisschen Random-Faktor drin. Aber das werden wir auch noch sehen, wenn es denn soweit ist. Weil bei zwei Zuschauer, bei dem passiert nicht viel. So, let's go. Gehen wir hier durch. Neue... Oh. Können wir den schon besiegen? Autsch, was soll das? Müssen wir den schon besiegen? Ich weiß es gar nicht. Hallo, Blooper. Ich habe keine Ahnung. Hallo. Blop, blop. Wer wagt es, Blooper weh zu tun? Dem größten aller Tintenfische. Blooper, blop. Mit mir ist nicht zu spaßen. Blob, Blooper, blop. Unverschämter Zwerg. Blob, blob, blob. Na dann los. Okay. Okay. Blooper, blob, blob. Seht ihr meine Tentakel? Mario, erinnerst du dich daran, was Professor Gumbat sagte? Mit Y können wir die Reisenfolge unseres ersten Angriffs tauschen. Wenn dein KP zu nahe gehen, solltest du mit Y mich kämpfen lassen. Okay, wir können nicht fliehen. Schade. Aber du kannst sowieso nach vorne. Dann scan mal Blooper. Ich möchte wissen, was mit dem abgeht. Weil solche Kämpfe können wir nur ein einziges Mal scannen. Das ist Blooper. Geht es sehr schleimig. Also schleimige Monster kann ich auch gar nicht ausstehen. Maximale KP 12, Angriffskraft 1, Verteidigung 0. Er greift mit seinen Tentakeln und mit Tinte an. Sind die Tentakeln erledigt, fällt der Körper zu Boden, dann kannst du angreifen. Die Tentakeln haben 3 KP. Also erlegen wir diesen diesen Blooper. Den Schleimsack? Wir haben doch eine Feuerblume. Die macht 3 Schaden, oder? Können wir nachher angreifen. Let's go. Die Feuerblume kannst du später eh nicht mehr gut gebrauchen, tatsächlich. Jetzt können wir aber gut angreifen. Oh. Oh, ich habe das Action Commando verkackt und jetzt sind schon Zuschauer weggegangen. Wir benutzen mal den Powersprung. Aua. Sie ist aber elektrisch geladen. Elektrisch geladen, direkt im Angriff. Ich glaube, wir können ihn schon kaputt machen, oder? Ein Powersprung reicht. Juhu, 20 Sternpunkte. Sehr schön, wir haben ihn. Blooper! Der ging durch die Decke. Können wir hier drüber springen? Ey, Gumbrina. Danke. Gumbrina, du sollst nicht baden. Das ist aber schon die Röhre nach Rohlingen, oder? Ja, gehen wir. Nach... Zum Feuertal, meine ich. Nicht Rohlingen. Wir sind ja in Rohlingen. Wir sind gekommen zu Kapitel 1. Kapitel 1. Logarts Drachenburg. Jetzt kommt so das erste Mal der richtig typische Paper Mario Stil zum Tragen. Also ich meine, die Charaktere sind schon immer wie Papier, aber ich meine auch die Umgebung. Hier ist also das Feuertal und hier soll sich auch eins der Sternjuwelen befinden. Also los Mario, das Abenteuer beginnt. Das kannst du sowas von laut sagen, tatsächlich. Meine liebste Gumba-Frau. Ein Sternsplitter. An Bäumen schütteln, das ist immer was Nützliches in dem Spiel. Okay. Da haben wir was Kleines, was über uns fliegt. Was war das? Oh Mario, seht ihr das an? Wenn mich nicht alles täuscht, ist das ein Drache. Ist aber nur eine Vermutung. Wahnsinn, so ein großes Monster habe ich ja noch nie gesehen. Und das direkt nach unserer Ankunft im Feuertal. Gruselig. Los Mario, lass uns schnell von hier verschwinden. Alles klar. Die kann man auch hauen, glaube ich. Nö, der nicht. Ein Pilz. Wir haben schon einige Pilze. Da, 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 da.
Hier ist nichts. Goomba. Schön die Kämpfe mitnehmen. Vielleicht haben wir heute schon das erste Level. Wir haben schon 10 Zuschauer. Das ist doch cool. Wir müssen nur noch den Hammer verwenden. Bald nicht mehr. Wir könnten uns nachher mal heilen mit der Sternenergie. Wir haben ja Sternenergie. Dann kann ich euch nämlich die Sternenergie auch noch zeigen. Hier haben wir einen roten Block. Roten Block hat Orden drin. Und hier ist der Tumi-Nichtsorden. Wenn vor sich gebunden ist, gehen gegnerische Angriffe gegen Mario eher daneben. Wir haben noch nicht viel Energie, deshalb diesen Orden können wir problemlos anziehen. Wir haben auch noch nicht viel. Hallo, greif mich an. Paragumba, Paragumba. Jetzt sollte ich noch treffen. Ist aber auch schwierig, ne? Ist schwierig. Ich wollte mich eigentlich heilen, ne? Naja. Gut, er hat ein Item. Das Item bekommen wir manchmal. Manchmal setzen auch die Gegner das Item ein während dem Kampf. Und dann ist es etwas schwierig für uns, je nach Item. Das wäre jetzt voll in Ordnung gegangen. Jetzt eine Röhre. Ah, Mist. Ich konnte mich nicht frühzeitig drehen. Hier was einzusetzen wäre nicht so sinnvoll tatsächlich. Sie kann nichts tun. Sie kann nichts tun, ne? Verteidigung. Oh, das macht eine Schaueinlage. Nice. Geblockt. Auch stachelige Gegner kann man blocken. Aber das wird etwas dauern, bis ich da im Konter... Oh, die Bäume fallen um. Dekoration. Das wird etwas dauern, bis ich da wieder drin bin mit dem Kontern. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin guter Dinge. Oh, Münzen. Geld nehmen wir auch mal mit. Bevor wir in den nächsten Screen gehen, gehen wir mal hier rein. Den können wir noch nicht holen, leider. Das ist ein Orden da oben. Können wir noch nicht holen. Das heißt, wir gehen doch schon in den nächsten Bereich. Übrigens, Mario, wenn du in Zukunft irgendwann nicht weiter weißt, drück X und nutze meine Fähigkeiten. Vielleicht kann ich dir einen nützlichen Tipp geben. Ich werd dann daran denken. Also jetzt zu Beginn des Spiels dürfte es kein Problem sein. Später vielleicht schon. Erster Angriff erfolgreich. Ah, jetzt sind aber viele Goombas, ne? Aber ich zeige euch jetzt mal die Sternenergie. Und zwar haben wir hier die Sternenergie. Das ist Sternenfit. Das sind einfach verschiedene Attacken, die wir erhalten. Füllt KP und BP auf. Heilt Vergiftung und ähnliches. Wir nehmen das mal einfach, um es zu demonstrieren. Drücke Kontrollstick schnell nach links und trifft die Herzen. Aha. Oh, stimmt. Wir müssen ja noch zielen. Ich hätte gern Energie. Umbrina glaube ich auch ein bisschen, aber wir sind schon fast voll. Aber ich kann jetzt schon euch sagen, das ist nicht das Beste, die beste Attacke. Wir bekommen dann noch deutlich bessere Attacken. Mit ihr können wir übrigens während den Angriffen keine... Aua. Oh, Schäfchen. Oh, oh. Oh, oh. Nein, nicht einschlafen, nicht einschlafen. Ah, sind beide eingeschlafen. Wie viele Züge? Ah, ich kann jetzt... Danke, ich bin aufgewacht. Hat eigentlich die ganze Heilaktion gar nichts gebracht, ne? Luigi ist übrigens im Publikum. Ja, geh nicht auf Goombrina, sie schläft doch. Findest du das nett? 13 Sternpunkte für uns. Wir haben schon bald das erste Level. Ach so. Gehen wir in die Röhre, sonst sollten wir in den Hintergrund kommen. Links dürfte ein Sternsplitter sein, glaube ich, oder? Oder war das nicht hier? Nee, war sie nicht. Hier war kein Sternsplitter. Ob ich alle Sternsplitter sammle, weiß ich noch nicht. Das sind so viele. Aber wir machen doch hier mal... Wir bauen eine Brücke. Im Schnelldurchlauf.
Mit schönen Verzierungen anscheinend. Ist hier rechts ein Sternsplitter? Hier rechts ist er. Ich wusste doch. Weiter rechts ist nichts mehr, ne? Los! Let's get runter! Jetzt noch ein Item. Feuerblümchen. Den Dicken kann man bestimmt anschlägen. Hallo? Hallo? Nee, der interessiert das auch nicht. Gehen wir, glaube ich, mal ins erste Städtchen hinein. Blütenweiler. Ah, willkommen Reisender. Dieser Ort, man nennt ihn Blütenweiler. Und in diesem abgelegenen Ort hatten wir schon ewig keine Touristen mehr. Seit dieser schreckliche Logart die Gegend unsicher macht. Seitdem bleiben die Besucher aus. Logart? Das ist bestimmt das große Monster von eben. Logart heißt es also, ein ungewöhnlicher Name. Aber sag mal, du hast schon einmal von diesen Sternjuwelen gehört? Wir sind auf der Suche nach diesen Steinen. Sternjuwelen? Nie gehört. So etwas fragt ihr am besten den Bürgermeister. Er ist sehr alt und er kann sich an Sachen erinnern, die sonst niemand weiß. Ja, ja, die Alten zum Rat und die Jungen zur Tat. Der Bürgermeister wohnt in dem pinken Haus da drüben. Geh gleich zu ihm. Pink? Na gut, vielleicht nicht gerade geschmacksvoll, aber sicher leicht zu finden. Na gut, vielen Dank. Bitte. Hallo. Guten Morgen, guten Tag. Man nennt mich Knospi. Ich mag es hier. Es ist wunderbar, von Blumen umgeben zu sein. Ich bin mal wieder ins Wasser gefallen. Ich glaube, ich schon das zweite Mal in diesem durchgezockt. Dann reden wir mal mit den Leuten hier ein bisschen. Seit einer Weile spiele ich nur noch mit meinem Nintendo Entertainment System. Besonders gut gefällt mir ein Spiel namens Super Mario Brothers. Kennt ihr das? Das müsst ihr euch unbedingt auch kaufen. Ja, habe ich. Habt ihr auf dem Weg hier Logart gesehen? Ihr habt Glück, dass sie euch nicht vorher bemerkt hat, sonst hätte sie euch wohl sicher mit Haut und Haaren verschlungen. Vielleicht war sie auch satt oder fand, ihr seht nicht lecker genug aus. Jedenfalls hattet ihr wirklich Glück. Anscheinend, ja. Hier ist das Toadhaus. Brauchen wir Heilung? Eigentlich nicht, oder? Ja, schon. Wäre vielleicht schon gut. Willkommen im Toadhaus. Ein wenig Ruhe erfrischt geistigen Körper. Willst du für 5 Münzen ein wenig ausruhen? Ja. 5 Münzen sind relativ schnell verdient, tatsächlich. Manchmal kriegt man auch Geschenke, wenn man im Toadhaus übernachtet. Und? Gut geschlafen? Na, gute Reise. Und komm immer wieder gerne vorbei. Werden wir wahrscheinlich auch in Anspruch nehmen. Früher oder später. Items schauen wir auch mal an. Vielleicht gibt es hier besondere Items. Ich glaube aber zu Beginn nicht so wirklich. Hier haben wir was. Der Schlaffikator. Macht Gegner schlaff und senkt ihre Abwehrkraft. 2 Punkte Schaden gegen alle Gegner. Haut Schalentiere um. Wir warten mal mit der Ausgabe dieser Investitionen, würde ich sagen. Ein Peach-Fan. Jenseits der Berge, im obersten Stock einer alten Burg, lebt Logart. Man munkelt, in dieser Burg soll es unglaubliche Schätze geben. Viele Abenteurer sind schon ausgezogen, um diese Schätze zu bergen, aber keiner von ihnen ist je wieder heimgekehrt. Was meinst du? Irgendwie gruselig, oder? Ich finde das irgendwie gruselig hier drin. Du hast ja nur Sachen von Prinzessin Peach, aber okay. Das darf jeder machen, wie er möchte. Mein Name ist Bobum. Ein alter Bob-Bob ohne Träume und Hoffnungen. In diesem Ort tue ich niemandem etwas an, also lasse ich mich in Frieden. Okay. Oh, wer bist du denn? Bonjour, Mademoiselle, so ein schöner Tag. Non, non, nicht du, Monsieur Schnauzer. Ich rede mit der süßen Mademoiselle hinter dir. Mademoiselle, sprich mit mir, wenn du mit seinem dummen Monsieur. Du bist nicht mein Typ, such dir eine andere. Oh la la, wie direkt und so wundervoll energisch. Ich bin begeistert, ich werde mich gedulden, bis du deine Meinung änderst. Los Mario, lass uns schnell von hier verschwinden. Ja, machen wir. Hallo, noch ein Knospi.
Dieses Dorf ist wirklich schön. Das Wasser ist klar, die Luft ist frisch. In der Tat, was für ein herrlicher Ort. Ach, aber alle fürchten Logarts flammenden Zorn. Ich verdränge das immer. Irgendwie ist es schon traurig. Sehr traurig. In letzter Zeit vergisst der Bürgermeister wirklich alles, was man ihm sagt. Manchmal vergisst er sogar meinen Namen. Das macht mir schon Sorgen. Muss er der Bürgermeister alle seine Leute kennen? Oh, hallo. Wir sind die drei Grazien, die die ganze Welt bereisen. Und diesen Ort ist bekannt für klares Wasser, saubere Luft und... Logart. Die wollen wir auch besichtigen. Okay. Ihr habt hier ganz schön Mut. Gehen wir mal noch schnell in die anderen Häuser, bevor wir zum Bürgermeister gehen. Hallo? Wie viele Opfer mag Logart wohl auf dem Gewissen haben? Erst kürzlich hat sie den alten Kuparich aus einem Nachbarort erledigt. Und der Vater von Kupio ist auch losgezogen, um Logart zu erledigen. Er ist nie zurückgekehrt. Seit damals hat ihn niemand gesehen. Die Logart scheint böse zu sein. Oder die Logart, nicht der. Die Logart. Hallo. Guten Tag. Mein Name ist Kupine. Freut mich, dich kennenzulernen. Nanu. Diese Mütze dazu, ein blauer Overall und dieser prächtige Bart. Du bist Mario, oder? Ich habe schon viel von dir gehört. Du bist sehr stark, oder? Und das heißt, du bist hierher gekommen, um Logart zu besiegen. Ich wünsche, mein Kupio wäre auch so mutig. Hallo, bist du Kupio? Guten Tag, Fremder. Bist du hier, um die Schätze von Logart zu finden? Nun, Logart soll ja sehr stark sein. Ja, soll er anscheinend. Hier ist nichts. Hauptsache, man kann von der obersten Treppe runterspringen, aber nicht über das Geländer. Pinkes Haus, hier wohnt der Bürgermeister. Hallo. Bart, Knollnase, was bist du denn für eine Figur? Ha, du bist ein Dieb. Das erkenne ich sofort. Aber leider gibt es bei mir nichts viel zu holen. Wenn du mit mir ein paar Münzen in einem antiken Panzer zufrieden bist, das kann ich dir ruhig geben, mehr aber nee, auch nicht. Die alten Fotos von mir und Opa Kupine, die würde ich allerdings gerne behalten. Sie erinnern mich an damals, als wir beide noch jung und verliebt waren. Was? Du bist gar kein Dieb? Was willst du dann? Bist du auf der Suche nach dem legendären Sternjuwel? Sag das doch gleich, dann kommen wir doch viel schneller voran. Du musst nämlich wissen, das Sternjuwel, das du suchst, das wollte ich noch gerade sagen. Ach ja, genau. Man erzählt, Logart habe ein Sternjuwel in ihrer Burg. Du erkennst doch Logart, den riesigen, unglaublichen, grausamen Drachen. Natürlich, ich habe ihn schon gesehen. Mit ihren Überfällen terrorisierte Logart die Dörfer in der Gegend schon lange. Und du bist also der Held, der uns endlich von Logart befreien will? Was? Moment mal, hat niemand gesagt. Was für ein Mut. Wenn du uns wirklich von Logart erlöst, wirst du entsprechend belohnt. Was, wie? Du brauchst keine Belohnung? So war das nicht gemeint. Also wenn ich das machen würde. Was für eine Bescheidenheit. Das ist typisch. Ach du, wie heißt du noch schnell? Manio? Irgendwie ein passender Name, Herr Manio. Ja, das heißt Mario. Na gut, Manio. Eine Sache solltest du aber noch wissen. Wenn du zu Logarsburg willst, musst du erst die geheime Röhre finden. Sie soll sich irgendwo in der Nähe dieses Dorfes befinden. Keiner weiß, wo die geheime Röhre ist, aber um sie zu finden, brauchst du den Sonnenschlüssel und den Mondschlüssel. Diese beiden Schlüssel findest du irgendwo hier in der Geröllburg. Am besten machst du dich gleich auf den Weg und suchst die Schlüssel. Also, Manio, geh und zeig Logart, was seine Hacke ist. Okay, anscheinend müssen wir den Drachen besiegen, ne? Sehr schön, wir sind, ich glaube, langsam am Ende des Parts angekommen. Ich speichere nochmal. Und dann gehen wir im nächsten Part in diese Geröllburg. Oh, ja, doppelt speichern, das hält immer besser. Ah, das ist cool. Es plätschert noch etwas vor sich hin, aber es wird irgendwann plötzlich losgehen. Und ich freue mich schon darauf. Ich hoffe, ihr freut euch auch. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Euer E26. Ciao zusammen. Ciao zusammen. Verabschiedung verkackt.